Tag, meine Damen und Herren. Was ist der beste Dünger für Parasiten im menschlichen Organismus? Dunkle Geheimnisse. Es geht heute um die Nummer 1 unter den kleinen Schmarotzern, die uns das Leben zur Hölle machen können, das schlechte Gewissen. Und zwar in Ludwig Tiecks Kunstmärchen Der blonde Eckbert. Mit dabei sind der blonde Eckbert. Ein Ritter ohne, naja, ein bisschen Furcht hat er schon. Und zwar vorm Alleinsein und nicht verstanden werden. Aber immerhin ist er glücklich verheiratet. Das hier ist seine Frau Bertha. Eine ganz nette Frau, der ich unter keinen Umständen meinen Hund anvertrauen würde. Eckis bester Freund heißt Philipp Walter, genannt Walter. Der hat zwar genug Schotter, sammelt aber trotzdem immer Steine und Moos, also so als Hobby. Und dann gibt es noch in einer Rückblende mit der jungen Bertha zusammen eine alte Frau, die allein im Wald lebt und übernatürliche Haustiere hat, aber keine Hexe ist. Ja, sie macht immer komische Gesichtsgymnastik, aber sie betet und singt geistliche Lieder. Ja, okay, sie singt schief, aber sie singt sie. Sie ist keine Hexe, ja? Tieck veröffentlicht sein Märchen 1797 und ist damit der totale Trendsetter, denn er läutet die Romantik ein, deswegen ist sie auch nach ihm benannt. Romantik ist nicht Dessous im Kerzenschein, sondern das einfache Leben im Dämmerlicht der märchenhaft mittelalterlichen Heimat, Natur und edle Seelen, die im ekeligen Neonlicht der Aufklärung leiden. Und der Eckbert fängt gleich mal mit Leiden an. Es ist ja ganz schön, wie die Bertha und ich hier so einsam im Harz auf unserer Burg leben und ich habe ja auch einen besten Freund, den Walter, aber dieses Geheimnis, er muss irgendwann alles wissen. Und dann sitzen sie abends mal zusammen und der Walter so, boah, jetzt muss ich noch auf der Autobahn und nach Franken. Bleib doch über Nacht hier, die Bertha kann dir mal von ihrer Kindheit erzählen. Ja, okay. Ja, also das war so. Mein Vater war ein armer Hirte. Wir haben nix. Ja, erzähl's noch überall, du dumme Nuss. Depp! Zicke! Aber am schlimmsten war, dass sich meine Eltern immer gestritten haben und ich war so ungeschickt. Du dumme Nuss! Bist 8 Jahre alt, lern mal was Anständiges, aber ich kann doch nichts dafür. Dann schlage ich dich so lange, bis du es lernst. Da hatte ich so Angst, dass ich von zu Hause weggelaufen bin. Oh nein, überall Natur, ich will sterben. Da singt doch wer. Da war eine alte Frau an einem Wasserfall und sagte, hier hast du Brot und Wein, aber ich bin doch erst 8. Naja, dann singe ich dir jetzt was. Lob froh den Herren. Das war schwer auszuhalten, aber ich hatte echt Hunger und dann nahm sie mich mit zu sich in ihre Hütte. Dort sang glücklicherweise ein Vogel, der das viel besser konnte. Oh, wie mich freut Waldeinsamkeit. Dieser Vogel hatte zwar auch nur eine Platte, aber besser als die alte und einen kleinen Hund gab's auch noch. Wuff, 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 wuff. Wie hieß der nochmal? Naja, und dann habe ich gesponnen, also jetzt Wolle, und mich um den Haushalt gekümmert. Und ich bring dir Lesen bei, Fräulein. Super, dann kann ich von der Zivilisation und meinem Ritter träumen. Und wenn ich mal weg bin, hier, Geheimnis, der Vogel legt Perlen und Rubine. Schön aufheben. Okay, ich bin dann mal ein paar Wochen in Südspanien. Cool, jetzt bin ich die Chefin. Und das ging 6 Jahre lang insgesamt gut. Ich war herangewachsen in der Zwischenzeit und die Alte so, du machst das voll nice, immer schön rechts fahren, gell? Ich meine auf der rechten Bahn, also jetzt nicht politisch, du weißt schon, sonst gibt's irgendwann eine Strafe. Oh, ich bin da mal wieder in Südspanien. Und als sie wieder weg war, dachte ich mir so, ich meine, es ist zwar schön hier, aber auch immer so einsam und das mit dem von der rechten Bahn abweichen klingt irgendwie geheimnisvoll. Wenn ich jetzt den Vogel klaue und in die Zivilisation gehe, da bin ich reich. Und als sie dann mal wieder länger weg war, habe ich das einfach gemacht. Ich habe den Hund in der Hütte angebunden, der das nicht gewohnt war, deswegen dann so wuff, 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 wuff. Ich habe mir den Vogel und einen Haufen Edelsteine geschnappt und bin mit ihm losgezogen. Und der Hund so wuff, 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 wuff. Und irgendwann so, oh Gott, der wird bestimmt verhungern, nein. Aber statt umzukehren, bin ich einfach weiter und zwar ins Dorf meiner Kindheit. Wo mir dann ein Bauer sagte, deine Eltern sind schon seit Jahren tot, oh nein. Daraufhin bin ich in die Stadt gezogen und habe mir ein Häuschen gemietet und jetzt sang der Vogel ein anderes Lied. Waldeinsamkeit, wie liegst du so weit? Waldeinsamkeit, jetzt hör auf, du dummer Vogel, ich habe sowieso schon ein schlechtes Gewissen, also habe ich ihn mir geschnappt und ihm den Hals umgedreht. Das tat mir auch sehr leid, aber... Und dann habe ich den Ecki geheiratet. Ja, die war so süß und so reich. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen mit dem komischen Vogel und dem kleinen Hund Stromian. Nacht! Und der Eckbert tut kein Auge zu. Komisch, ich wollte ja unbedingt, dass er es erfährt und jetzt, am nächsten Morgen ist Bertha krank und er so, tschüss, und er so, tschüss, der ist doch komisch jetzt. Nicht, dass der uns beklauen will, wo er jetzt weiß, dass wir reich sind. Und Bertha geht's immer schlechter und der Walter kommt kaum noch mal vorbei und dann sagt die Bertha eines Tages, oh, mir geht's so schlecht. Hier, weißt du, was creepy ist? Der Walter wusste, dass der kleine Hund Stromian hieß. Ich hab das immer vergessen. Ja, Mensch, komisch, ich muss mal jagen. Und er geht in den Wald jagen. Und kein Wild läuft rum, aber der Walter läuft ihm vor die Armbrust und der so, ey, aber er drückt ab und bang, Walter ist tot. Und als er nach Hause kommt, stellt er fest,
dass seine Frau ebenfalls tot ist. Boah, mir ist jetzt auch so einsam. Ich muss jetzt mal unter Leute. Und er geht ein bisschen in die Stadt unter Leute und lernt dort den jungen Ritter Hugo kennen. Hallo, hallo. Und sie werden beste Freunde. Und er denkt wieder, Mensch, ich muss ihm doch jetzt mal alles sagen. Ich kann doch nicht immer mit diesem Geheimnis rumlaufen. Also Hugo hört zu, als sie eines Tages so spazieren reiten. Und er gesteht ihm alles. Sag mal, kannst du der Freund von einem Mörder sein? Mensch, ich verstehe das total. Aber als sie dann wieder in Gesellschaft sind, der unterhält sich doch mit meinem Erzfeind. Das gibt's doch nicht. Pss, 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 pss. Das ist der Walter in Wahrheit. Ich werde irre, ich muss hier weg. Und er reitet einfach los und irgendwann fragt er dann mal so einen Bauern nach dem Weg. Und der so da lang. Ja, hast du was? Was? Das ist doch der Walter auch. Oh Gott, ich muss weiter. Und er reitet so lange, bis sein Pferd tot ist. Dann geht er zu Fuß weiter, bis er irgendwann ein Lied hört. Waldeinsamkeit, mich wieder freut. Was? Die Alte? Na, bringst du mir meinen Vogel, meine Perlen, meinen Hund? Nein! Du hast gekriegt, was du verdient hast. Ich war zwei Ritter, Walter und Hugo. Nein! Doch, und die Bertha war deine Schwester. Nein, ich hab's immer gewusst. Ja, dein Vater hat dir das mal als Kind erzählt. Ich werd verrückt! Und er wird verrückt und stirbt. Und die Moral von der Geschichte? Macht lieber eure Ausbildung fertig, auch bei einer komischen Alten, statt sie zu beklauen. Denn Crime ist einfach, aber düstere Secrets bewahren sauhart, weil sie die Seele versklaven. Ach ja, und wenn ihr schon Verbrechen begeht, dann bitte nicht wegen Geld, ja? Und das, liebe Gemeinde, war der blonde Eckbert von Johann Ludwig Tieck. Vielen Dank. Musik